Das ist hier meine drei Haare, die da immer noch runterhängen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wieder ist es soweit, 19 Uhr, ein bisschen später, 2 Minuten später. Wir hatten hier nicht ein Problem, aber es war was Neues, wo wir ausfüllen mussten. Also jedenfalls, jetzt bin ich da. Freue mich, dass auch ihr wieder da seid. Heute auch wieder vergelt's Gott. Es kamen immer noch Titel für das Buch an. Also jetzt haben wir so viele Titel, ich bin gespannt. Also Montag geben wir das dann am Abend bekannt. Bis morgen geht es ja, zum heiligen Nikolaus. Und am Montag geben wir dann am Abend bekannt, wie der Titel des Buches sein wird und welches Überraschungsgeschenk der Mensch, der Mensch bekommt. Ja. Vergelt's Gott auch immer noch für die, die sich eintragen lassen bei unserer Gebetswelle. Langsam wird sie wirklich zu einer Welle. Am Anfang war es nur so ein kleines Pfützchen, aber von Tag zu Tag kommen mehr. Also seid fleißig. Wir wollen schließlich ein geistliches Bollwerk gegen die Pandemie setzen, die alle in Schrecken versetzt. Schrecken brauchen wir keinen, das wisst ihr. Alles ist in der Hand Gottes und es gab schon viele solche Dinge und die Menschheit hat sich immer nur vermehrt. Also ich habe viel gehört, dass die Menschheit weniger wurde letztendlich. Natürlich, jeder, der geht, ist Trauer für die Angehörigen. Und wir beten natürlich auch, dass die Leute gestärkt und getröstet werden. Aber es ist unser Weg. Wie gesagt, der Friedhof ist voll mit Menschen, die dachten, sie werden nie sterben. Da liegen alle dort gemütlich auf dem Friedhof. Ja, aber das ist nicht unser Thema heute. Wollte mich nur nochmals auch dafür bedanken. Heute, in einer halben Stunde ist es immer schwierig, aber möchte ich das Thema der geistlichen Vaterschaft ein wenig ansprechen. Es wurde gewünscht, auch über dieses Thema ein bisschen zu sprechen, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Ihr alle, oder vielleicht alle, habt einen geistlichen Vater. Sei es hier in Österreich, in Deutschland, also dort, wo ihr jetzt lebt, oder in euren Heimatländern, mit dem man Kontakt hat, da kann man schreiben, telefonieren oder, wenn es möglich ist, natürlich auch direkt zur heiligen Beichte kommen. Also die geistliche Vaterschaft. Wie das Wort schon sagt, es geht um das Geistliche zuerst einmal und dann um die Vaterschaft. Christus sagt ja einmal, nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Das benutzen unsere Freunde, hallo Freunde, gerne auch als Argument gegen also den Titel Pater oder dass die Priester sich Vater nennen lassen. Ja? Übrigens beim Lehrer haben sie kein Problem. Ne? Sie sagen auch alle in der Schule, Herr Lehrer. Obwohl auch da Christus sagt, nur einer ist euer Lehrer, der im Himmel. Aber gut. Aber was ist mit diesem Vater gemeint, wenn wir das sagen, Vater, so einen Priester, Pater, ne, Patier. Damit ist gemeint, nicht, dass er Vater ist, losgelöst von irgendetwas, sondern er ist Vater, weil er sozusagen hinter sich hat, im Background, so muss man sich das vorstellen, Gott. Und Gott durch ihn wirkt, haben wir gestern gehört, die Wunder und so weiter wirkt immer Gott durch Personen. Und so ist auch mit dieser Vaterschaft. Ich habe diese geistliche Vaterschaft, weil sozusagen Gott hinter mir steht und die Kirche mich dafür geweiht hat, für die Beichte, die Exumoloise und so weiter. Gott steht dahinter. Und daher immer dann, wenn dieser Vater sozusagen, was Gott verhüten möge, nicht das bespricht und nicht das sagt, was Gottes ist, dann dürft ihr zum Beispiel einem solchen Vater nicht gehorchen. Also ihr ging zum Priester und würdet sagen, na Vater, wie ist das sonntags mit der Kirche? Und er sagt, ach, das macht nichts, bleibt nur zu Hause und schlaft, rennt weit weg. Also, der hat nicht Gott im Hintergrund, da steht ja mal anders im Hintergrund. Aber Gott möge es verhüten, ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Aber theoretisch wäre es denkbar. Also Vaterschaft heißt, hinter mir steht Gott sozusagen. Und er will durch mich, armseligen Pater Paisius zum Beispiel, wirken. Das ist das Vatersein. Und das ist auch für mich wichtig, dass ich nicht mich hoch erhebe und sage, oh, ich bin spitze, ne, Pater Paisius, sondern man wird klein, weil man erstmals unwürdig ist, dass das geschieht durch mich. Und klein, weil ich sehe,
was Großes Gott wirkt durch mich. Nicht ich bin der Grund, ich bin nur die Leitung, ich bin nur der Kanal sozusagen. Und oft ist der Kanal vielleicht noch so halb verstopft, aber Gott wirkt das Große. Und das führt den geistlichen Vater auch zur Demut, weil er Dinge, Wunder, geistliche Wunder erleben darf, die man sich hätte nie vorstellen können. Vielleicht nachher ein paar Beispiele. Geistliche Vaterschaft, das kommt jetzt dazu, weil Vaterschaft heißt ja auch zum Beispiel, ne, die leibliche Vaterschaft, also mein Papa, meine Mama zu Hause. Die geistliche Vaterschaft zeigt es, und es geht hier um eine besondere Ebene des Lebens, nämlich um die Geistlichkeit, um das Spirituelle, um das geistliche Leben, das wieder bei uns Orthodoxen natürlich nicht losgelöst vom normalen Leben betrachtet werden kann, das ist auch schon, daher können wir das kurz machen, sondern das Geistliche, das ganze Leben durchsäuert und durchwirkt. Also wir können nicht abstrahieren, wie es im Westen gemacht wird. Ne? Da ist im Parlament Abstimmung, da sitzen auch dann Christen und da geht es zum Beispiel um die Abtreibung, die Tötung der ungeborenen Kinder. Und da sind also auch Christen dabei, aber die legen das Christsein an der Pforte ab und stimmen mit. Wie kann ein Christ für die Abtreibung stimmen? Geht nicht, aber es geschieht. Also die legen sozusagen ihren Glauben dann mal ein kleines Stück ab und danach wird er wieder angelegt. So wie der König in Belgien, wenn ich mich recht erinnere, als damals die Abtreibungsgesetze verabschiedet wurden und er muss ja die immer unterzeichnen als König, ist er für einen Tag abgedankt, weil er das nicht unterschreiben wollte und konnte, immerhin, damit das Gesetz durchgeht und am nächsten Tag war er wieder König. Also auch interessant. Sowas geht bei uns nicht. So. Also geistliche Vaterschaft. Es geht um das geistliche Leben. Zu einem Vater, Physiker, also natürlich, gehört auch ein Kind. To pneumatiko paidi, also das geistliche Kind, wieder geistlich. Also es geht hier wirklich um eine geistliche Beziehung, keine körperliche, keine leibliche Beziehung. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Der geistliche Vater darf zum Beispiel seine geistlichen Kinder nicht an sich binden, ihnen die Freiheit nehmen, zu starke körperliche Nähe suchen, all diese Dinge gehören nicht zur geistlichen Beziehung. Das ist wichtig. Und auch da könnte ich Beispiele erzählen, wie sehr wichtig das gerade ist. Aber vielleicht, wenn wir noch Zeit haben nachher, ich schaue immer schön auf die Uhr, dann erzähle ich auch darüber was. Also das ist die Beziehung zwischen einem geistlichen Vater, dem geistlichen Kind. Und diese Beziehung ist eine geistliche. Und jetzt haben wir dreimal das Wort geistlich. Das heißt, wer wirkt da? Der Geist. Der Heilige Geist. Der ist es, der diese Beziehung herstellt und auch hält. Also es ist hier eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Und der Heilige Geist ist es dann auch, der zum einen den Jeronda, den geistlichen Vater, sagen wir mal, erleuchtet und zum anderen auch das geistliche Kind bestärkt und motiviert und hilft, auf dem geistlichen Weg des Christentums voranzuschreiten. Ja, und wie eng so eine geistliche Beziehung sein kann, oder wie, und zwar eng von Gott her gesehen, will ich einem kleinen Beispiel bringen vom heiligen Porphyrius. Haben wir ja erst gefeiert, ne? Aber bevor ich es vergesse, Ronja Bola und auf viele Jahre allen, die Nikolaus, Klaus heißen oder wie auch immer, wollen wir nicht vergessen. Also, wir freuen uns und wünschen denen alles Gute. Jedenfalls der heilige Porphyrius hatte einen geistlichen Sohn. Und er hat mit ihm etwas besprochen. Und Pater Porphyrius hat ihm seine Ansicht darüber gesagt. Die gefiel aber dem geistlichen Sohn nicht. Und er sagte, Jeronda, ich habe vom Paisius gehört, vom Pater Paisius, also vom heiligen Berg. Könnte ich da mal hingehen und ihn fragen, was er davon denkt? Und heilige Porphyrius sagt, na geh ruhig, aber der wird dir genau das Gleiche sagen. Dann sagt der Mann zu ihm, naja, dann brauche ich ja gar nicht hinzugehen. Also ihr seht, um was es manchmal im geistlichen Kampf geht, dass man sich das Beste raussucht. Und Porphyrius sagt zu ihm, nein, du gehst jetzt. Und so ging er auf den heiligen Berg, gehorsam war er, und hat dann Pater Paisius gefragt. Und Paisius antwortete mit den gleichen Worten wie der heilige Porphyrius. Warum, meine Lieben? Wie gesagt,
der Heilige Geist wirkt. Und der Heilige Geist ist beim Pater Porphyrios der gleiche wie beim Heiligen Paisios. Nicht so. Es gibt keine zwei Heiligen Geister. Also, das, um das zu sehen, wie eng diese Verbindung sein kann. Der geistliche Vater, wofür ist er jetzt da? Allgemein haben wir gesagt, fürs geistliche Leben. Also wir gehen zu ihm, zur Beichte, wir besprechen mit ihm unsere Probleme, all das, was uns beschwert, aber auch erfreut. Und das ist wichtig, meine Lieben, ohne Scham, ohne Angst. Weder ist der geistliche Vater der Richter der Welt, noch ist er der Großinquisitor, der irgendwo schon seine Foltergeräte bereitet. Der geistliche Vater ist nur Ohr und Mund Gottes und hat persönlich mit Gedanken oder sonst was nichts dabei zu tun. Also wenn ihr mit dem geistlichen Vater redet, letztendlich redet ihr mit Gott, durch den geistlichen Vater, aber mit Gott. Und der geistliche Vater, ist Arzt, der die Wunden heilt, der salbt, der aufrichtet. Das ist seine Aufgabe. Es ist nicht seine Aufgabe, hier den Großinquisitor zu stellen. Was nicht da ist, dass der geistliche Vater vielleicht auch mal streng wird oder vielleicht auch mal ein bisschen forsch wird, weil er sieht, irgendwo sind die Schotten dicht, ne, und er muss die Person mal wachrütteln, wach auf. Du lebst ja in einer Fantasiewelt, in einer Traumwelt. Du denkst zu gut von dir selbst. Das kann schon vorkommen. Aber sicher in einer guten, milden Art, wie es sich für einen Vater oder einen guten Arzt gehört. Daher also keine Scham, keine Angst. Ihr müsst beim geistlichen Vater einfach euer Herz öffnen und sozusagen eure Seele öffnen und alles sagen, was euch bedrückt, was falsch war, wo ihr gesündigt habt. Das ist sehr wichtig für die Heilung. Der geistige Vater hört sich alles an und im Gebet der Beichten kann Gott sozusagen nun eine Hilfe geben, um voranzuschreiten. Denn darum geht es. Zum einen geht es darum, dass die Sünden vernichtet werden, dass Gott sie vergibt, aber das ist zu wenig. Denkt an das Beispiel im Evangelium, als die Ehebrecherin von den Juden zu Christus gebracht wird. Und alle haben ihre Steine. Vor kurzem habe ich mal ein Video gesehen, wie eine Steinigung abläuft. Da ist irgendwie so eine arme Frau in irgendeinem mohammedanischen Staat, ist da eingegraben worden bis zu den Hüften. Und dann haben sie auf die Frau Steine geworfen. Ich konnte das nicht sehen und habe dann abgeschaltet. Aber jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und sie brachten also diese Frau und sagten, Meister, nach unserem Gesetz muss diese Frau getötet werden. Sie hat Ehebruch begangen und wollten ihn dadurch auf die Probe stellen. Was sagt er jetzt? Und er sagt zu ihnen, na gut, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir alle wissen, sie ließen die Steine fallen, haben nicht geworfen, sind weggegangen. Und jetzt steht diese, oder liegt vor ihm, du sitzt vor ihm, was weiß ich, diese Dirne, die Dirne, glaube ich, Ehebrecherin, was sie war, bin mir nicht mehr sicher, ja, Ehebrecherin. Und er sagte zu ihr, Frau, wo sind sie? Die anderen, wir sind weg. Haben sie dich nicht verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Und dann kommt der wichtige Satz, den er sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Er hat nicht zu ihr gesagt, ach, das ist doch normal, dass man Ehebruch begeht, obwohl das heute da wirklich was normal ist. Schämen sollten wir uns alle für sowas. Er sagt nicht, naja, das ist ja menschlich. Er sagt, auch ich verurteile dich nicht. Und jetzt kommt es, gehe hin, also geh wieder nach Hause, und sündige nicht mehr. Und dieses und sündige nicht mehr ist jetzt ein Teamwork, ein Zusammenarbeiten des Heiligen Geistes mit dem geistlichen Vater, dem geistlichen Sohn oder der geistlichen Tochter. Das ist die Hauptarbeit. Nämlich Hilfestellung zu geben, dass derjenige, der beichtet oder der irgendein Problem hat, davon mit Gottes Gnade, dem Wirken des Heiligen Geistes, frei wird. Dass er Erlösung erfährt, dass er mutig kämpft, dass er unterstützt wird, dass er motiviert wird. Das ist der geistliche Kampf und das ist diese geistliche Beziehung. Darum geht es. Und daher darf man da keine Scham und keine Angst haben. Sonst versteckt man etwas,
Und das ist wie beim Leib, wenn irgendwo so ein Schmutz reingekommen ist unter die Haut, wird es eine Eiterbeule geben. Und die Eiterbeule ist nicht nur schmerzhaft, sondern wenn sie mal sie aufdrückt, ist sie auch noch eklig. Und in der Seele ist das noch schlimmer. Also, meine Lieben, so etwas arbeitet weiterhin in uns und wir denken, na, jetzt habe ich gebeichtet, aber ich bin traurig. Warum? Irgendwo ist da noch eine Eiterbeule. Steht ihr? Also, keine Angst, keine Scheu, keine Scham. Die Scham sollten wir haben, wenn wir sündigen, aber nicht, wenn wir zur Beichte kommen. Also, sicher nicht. Das ist wie beim Arzt. Ich hatte irgendeinen Unfall, ich bin krank und ich komme zu ihm zum Gespräch. Da muss der Arzt möglichst alles wissen, um den Krankheitsstand und überhaupt die Krankheit beurteilen zu können. Um zu wissen, ja, muss er jetzt zum Zahnarzt, muss er jetzt zum Urologen, muss er in die Onkologie, muss er was weiß ich wohin gehen. Das muss er beurteilen, zuerst einmal aus dem Gespräch heraus. Und wenn der Kranke kommt und schweigt, weil er sich schämt, dass er krank ist, was will dann der Arzt machen? Sagt er, schön, gehen Sie wieder nach Hause. Ne? Wenn Sie dann mal endlich zur Vernunft kommen, dann kommen Sie wieder. Und so ist auch hier in der geistlichen Beziehung. Wenn man wirklich heil werden will, darf man keine Scham und keine Angst haben. Und wie gesagt, vor uns ist der geistliche Vater. Und auch dieser geistliche Vater hat sein Vorbild doch im Evangelium. Er muss sich am Evangelium ausrichten, in seinem Leben, in seiner Gefühlswelt, in seinem Habitus, in allem. Und wer steht dann vor einem? Der barmherzige Vater. Also er ist Freude. Also ich freue mich jedes Mal, wenn jemand zur Beichte kommt. Und er wieder gereinigt wird und wieder mutig, getröstet und vielleicht mit einigen Tipps, sage ich jetzt mal, Ratschlägen, wieder in den Alltag hinausgeht. Also es ist Freude. Das muss man doch immer sehen. Und für beide Seiten Freude. Warum der Heilige Geist wirkt? Der Heilige Geist bringt uns Freude. Das ist das Schöne an dieser geistlichen Beziehung. Diese geistliche Beziehung ist auch etwas, ja, wie gesagt, geistig Übernatürliches. Ein Beispiel will ich euch nennen von Pater Hieronas Ephrem von Arizona, ist er jetzt gestorben. Er war Abt in Philotheo auf dem Heiligen Berg. Und als er damals sich verabschiedet hat, um nach Amerika zu gehen, für immer, er hatte viele geistliche Kinder, hat sich von ihnen verabschiedet und hat ihnen Vätern von Philotheo, also für die Männer, die da kommen, gesagt, du gehst zu Pater so und so, du gehst zu Pater so und so. Und er ging. Nun kam ein solcher geistlicher Sohn zu diesem Pater ins Kloster und hatte ein großes Problem. Und der Vater sagte, ich kann das im Moment auch nicht helfen zu lösen. Ich bin da auch überfordert. Also sie hatten keine Lösung in dem Moment. Kam ein Vater in das Keli oder in diesen Raum, wo die Beichte stattfand und sagte, Pater so und so, Jeron, das ist am Telefon und er möchte mit dir sprechen. Ja, ging er runter, also in unseren Klöstern ist nicht so, dass da überall Telefone rumhängen. Ne? Heute vielleicht mit Handy, ich weiß es nicht, aber damals nicht. Und so ging er also an ein Telefonapparat und es war wirklich Jeron das Ephrem am Telefon. Und er sagte zu ihm, der Herr so und so ist bei dir und er hat das und das Problem. Das und das ist die Lösung. Natürlich war das ein Heiliger. Klar, da kommt noch ganz andere Qualität dazu. Nicht so ein Pater wie ich jetzt, ja. Aber um deutlich zu machen, wie innig diese Beziehung sein kann, dass da wirklich der Heilige Geist wirkt. In dieser tiefen Not dieses Mannes hat der Heilige Geist sozusagen in Arizona geklingelt bei Jeron und dann gesagt: Du schau, dein ehemaliger geistlicher Sohn oder immer noch geistlicher Sohn braucht dich. So gäbe es viele Beispiele in dieser Hinsicht. Also es ist eine ganz innige Beziehung. Und zu dieser Beziehung gehört neben dem Vertrauen, also dass man keine Angst hat und so weiter, auch der Gehorsam. Traurig werde ich, wenn ich jemand was sage, als Ratschlag natürlich, aber doch schon fest, mach das oder jenes, dann geht es dir besser, dann wird das so und so. Und ich merke, er macht es nicht. Bei einem Mal sage ich, naja, Schwäche. Beim zweiten Mal auch. Man ist ja milde und nachsichtig. Ich kenne ja mich selbst, wie es mir geht. Aber irgendwann denkt man sich schon, naja, warum kommt er dann, wenn er gar nicht die Ratschläge annimmt und nicht mal versucht, sie zu tun? Dann würde auch der Arzt wieder sagen, ja, wenn Sie die Therapie nicht mit mir machen,
dann nützt das Ganze nichts. Also der Arzt hat zu mir gesagt, wir müssen Chemo machen, alle 3 Wochen. Also ist Pater Paisios immer schön ins Krankenhaus und hat diese nicht schöne Therapie gemacht. Aber er war gehorsam, damit sozusagen das Ganze geheilt werden kann oder halt besser werden kann. Und jetzt sagt der Arzt, nimm die Tabletten, nehme ich die Tabletten. Gehorsam, weil sonst brauche ich nicht zum Arzt zu gehen. Wenn ich es besser weiß, was soll ich beim Arzt? Und so ist es im geistlichen Leben auch. Also ein ganz wichtiger Punkt ist dieser Gehorsam. Wenn ich denke, ich weiß sowieso alles, naja, warum komme ich dann? Ja, dann kriege ich halt die Lossprechung und danach geht es weiter wie vorher. Aber ich weiß alles, ich weiß ja besser wie jeder. Ne? Also auch dieser Gehorsam ist wichtig. Und es ist auch nicht so, dass der Jerunda, der geistliche Vater, der Priester, wenn er merkt, er fordert zu viel, oder der geistliche und die geistliche Tochter ist noch nicht so weit, wird er selbst schon andere Metra, ein anderes Maß nehmen, um ihm zu helfen. Aber dieser Gehorsam grundsätzlich ist sehr wichtig. Und auch da ist meine Erfahrung, wer das macht, der kommt im geistlichen Leben vorwärts. Also sehr wichtige Dinge. Dann kommt noch etwas dazu. Der geistliche Vater natürlich betet auch für die geistlichen Kinder. Er segnet die geistlichen Kinder. Nicht nur, wenn sie da sind oder schreiben, sondern täglich segnet er sie. Er betet für sie. Eben der geistliche, der Vater, der sich um seine Kinder sorgt. Und das ist das Allerwichtigste, das Gebet in der göttlichen Liturgie. Wie auch immer, wird er seiner geistlichen Kinder gedenken. Vielleicht nicht aller namentlich, weil es so viele sind, aber als Familie gedenken. Und der Segen kennt keine Berge, keine Ozeane, kommt auf jeden Fall bei jedem an. Also ihr seht, diese Beziehung ist eine sehr wichtige, eine sehr großartige. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht mache ich mal eigens einen weiteren Vortrag drüber, damit wir das noch intensivieren. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wenn jemand regelmäßig zur Beichte kommt, sofern das halt möglich ist. Das ist heute ja alles sowieso mit meinem Freund Corona schwierig. Aber wir gehen mal von diesem Fall aus. Ich hatte diese Fälle, wo Studenten und so weiter jede Woche zu mir kamen zum Beichten. Und ihr glaubt nicht, welche Wunder ich da gesehen habe, wie demütig ich wurde, dass aus normalen Studenten, normal meine ich in der heutigen Welt, ne, also nichts mit Gott, nichts mit Fasten, was weiß ich, wie diese zu leuchten wurden. Und auch heute noch, nach so vielen Jahren, jetzt schon verheiratet, Kinder, wie sie von ihren Leidenschaften zum Teil ganz weggekommen sind, mit anderen natürlich immer noch kämpfen müssen, bis zum Lebensabend wahrscheinlich. Wir sind nicht die großen Heiligen. Aber wie sie doch von Leidenschaften wegkamen, von großen Leidenschaften. Das ist die Gnade Gottes, die sich in der Beichte, in der Exomoloise, im Gespräch mit dem geistlichen Vater und geistlichen Kind zeigen. Es ist was Wunderbares. Ich bin oft sprachlos, wenn ich das sehen darf, wie Menschen, junge Menschen, ihr Leben umkrempeln, sondergleichen, wie sie gesünder werden. Ich hatte welche, die waren depressiv, furchtbar depressiv. Ich hatte welche, die waren ganz am Boden gewesen. Und durch die Exomoloise, die Beichte, die Gespräche, also das Wirken des Heiligen Geistes, sind das ganz andere Menschen geworden. Freudige Menschen, studieren, machen. Also ganz anders geworden als früher. Alte Leute, die in ihrem eingefahrenen Leben waren, mit ihren Problemen, durch die Beichte, die sie dann begonnen haben, Gott sei Dank noch am Ende ihres Lebens, hat sich in ihrem Leben alles verändert. Und das ist das Schöne, das wir sehen dürfen. Daher, wer von euch noch keinen geistlichen Vater hat, keinen, wo auch hingehen kann, zur Beichte, bitte sucht euch einen. Wenn es geht, nicht so weit weg, damit er möglichst häufig hingehen kann. Wenn nicht, muss man halt schauen mit Telefon oder mit Schreiben. Ne? Das war ja früher üblich. Braucht man nicht auch immer Geduld. Ich sage mir heute übrigens, Klammer auf, mit diesen ganzen Telefonen ist die Geduld flöten gegangen. Früher, wenn man einen Brief, ich bin noch aus der Generation, mit 17 haben wir zu Hause ein Telefon bekommen. Vorher gab es kein Telefon. Keiner hatte eins groß. Also ich musste zur Post gehen oder zu einem meiner Onkels, die hatten ein Telefon, damit man telefonieren konnte. Also man hat geschrieben. Und die Post war nicht immer so schnell und in noch früheren Zeiten noch langsamer.
Also wenn meinem geistlichen Vater einen Brief geschrieben hat, also meinem Porphyrios in Griechenland oder Paisios, dann hat das Wochen dauern können, bis da eine Antwort kommt. Oder noch länger. Aber die Leute hatten Geduld. Heute, ne, im Handy. Ach, oh, Pater Paisio, hier und da, sie melden sich nie. Ich rufe schon so oft an. Ne? Dann schaue ich jetzt mal beim Handy, sehe, die haben gar nicht so oft angerufen. Andere Geschichte. Und sage ich immer, naja, das Handy ist ein Mittel zum Arbeiten, aber das klebt nicht an meinem Ohr. Da gehört das gar nicht hin. Macht vielleicht sogar noch Schäden im Kopf. Habe ich sowieso schon einen, also nicht noch einen zweiten. Und dazu kommt, dass er noch andere Arbeiten hat. Ne? Wenn er Beichte hört, geht er doch nicht ans Telefon. Wenn er Gottesdienst hat, geht er nicht ans Telefon. Wenn Trapeza ist, also wo wir essen, gehe ich nicht ans Telefon. Also immer geduldig sein. Immerhin braucht ihr nicht wochenlang drauf zu warten. Manchmal wartet er vielleicht ewig drauf, weil ich keine Antwort gebe. Kommt auch vor. Aber nicht, weil ich keine geben will, sondern weil es keine Antwort gibt. Ja, also auch da müsst ihr immer ein bisschen geduldig mit mir sein. Vielleicht sind andere geistliche Väter da schneller, das mag sein. Aber wie gesagt, ich bin aus der Generation, wo wir uns durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht durch irgendwelche minimal so SMS oder WhatsApps oder was weiß ich, was es alles gibt. Alles mit Ruhe, denn es kommt noch etwas hinzu. Manchmal muss man auch drüber beten. Ist ja nicht so, dass hier und da, egal welcher jetzt, ein Automat ist, ne, da werfe ich jetzt die 5 Euro rein, sprich Telefon. Hier und da, ich habe das Problem, bitte Antwort. Manchmal muss man beten. Man muss Gott fragen, man muss erforschen, vielleicht auch mal im Heiligen Evangelium sich beraten lassen, bei den Heiligen sich beraten lassen. Also wie gesagt, es ist eine geistliche Arbeit und die braucht manchmal ihre Zeit. Aber sie wirkt, sie ist fruchtbar. Und daher bitte, meine Bitte an euch, besonders in den heutigen Zeiten, sucht euch jemand, einen Priester, mit dem ihr reden könnt. In unseren Heimatländern ist es auch manchmal vielleicht eine Nonne oder sonst eine geistliche Frau, ein geistlicher Mann, wo man reden kann. Natürlich für die Beichte selbst, immer zum Priester, so wie es der heilige Paisios gemacht hat. Er war kein Priester und trotzdem ein großer geistlicher Vater, sehr großer. Und er hat aber dann immer alle zur Beichte geschickt, weil der zweite Teil, beziehungsweise der erste Teil, ist ja auch die Lossprechung der Sünden. Das konnte Pater Paisios nicht, aber er hat den Menschen geholfen, im geistlichen Leben vorwärts zu kommen. Also, meine Lieben, sucht euch Hilfe. Ihr werdet nur davon profitieren. So, hier werden meine Zuhörer hier im Raum schon langsam ein bisschen unruhig, denn die Zeit ist langsam wieder abgelaufen. Also nochmals einen gesegneten Abend, Mon Kaligirjegi, also einen schönen gesegneten Sonntag, einen Festtag zum heiligen Nikolaus, dass er euch alle segnet und für euch betet. Ein großer Heiliger, schaut im Synaxarium nach. Ihr werdet dort über sein Leben vieles lesen können. Ich freue mich dann wieder auf morgen. Morgen, wie gesagt, ist der letzte Tag, wo noch Tipps oder Titels eingehen können. Am Montag dann die frohe Kunde, wie der Titel des Buches heißen wird. Euch allen Gottes Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bye bye.